Die Vereinigung der allgemeinen Relativitätstheorie mit der Quantenfeldtheorie ist eins der größten noch ungelösten Rätsel unserer Zeit. Aber worin besteht eigentlich das Problem? Ich wollte das ganz genau wissen und habe versucht herauszufinden, warum genau die Quantisierung der Gravitation nicht funktioniert. Das hat leider nicht geklappt. Stattdessen habe ich herausgefunden, wie sie eben doch funktioniert. Ich werde hier übrigens nicht im Detail auf die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenfeldtheorie eingehen, sondern hier nur ganz kurz die grundlegenden Prinzipien erläutern. Falls Sie also noch nie etwas von schwarzen Löchern, Quarks und dem Higgs-Boson gehört haben, sollten Sie sich vielleicht vorher noch andere Filme dazu anschauen. Aber nun, was ist das überhaupt, Relativitätstheorie und Quantentheorie? Auf der einen Seite gibt es die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. Auf der anderen Seite gibt es die nicht-relativistische und relativistische Quantenmechanik und die Quantenfeldtheorie. Der einzige Widerspruch besteht zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenfeldtheorie. Die spezielle Relativitätstheorie erklärt das merkwürdige Verhalten von Licht. Wenn wir zum Beispiel mit der Erde auf der Bahn um die Sonne einem Stern entgegenfliegen oder von ihm wegfliegen, dann messen wir in beiden Fällen genau dieselbe Geschwindigkeit, mit der das Licht des Sterns uns erreicht. Aber wie kann das sein? Die Erklärung der Relativitätstheorie lautet, Raum und Zeit existieren nicht unabhängig voneinander, sondern sie bilden zusammen eine vierdimensionale Raumzeit. Wenn man sich nun durch den Raum bewegt, vergeht die Zeit langsamer. Die allgemeine Relativitätstheorie ist die Theorie der Gravitation, also der Schwerkraft. Sie beschreibt die Schwerkraft als einen geometrischen Effekt, als Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit. Was können wir uns darunter vorstellen? Wenn ich zum Beispiel auf der Oberfläche einer riesengroßen Kugel zwei Flugzeuge starte, auf parallelen Kursen, zum Beispiel vom Äquator aus genau Richtung Süden, dann werden sie sich ganz von alleine immer weiter einander annähern und am Südpol begegnen sie sich. Man könnte daher meinen, die Flugzeuge würden sich gegenseitig anziehen, aber tatsächlich ist dies ein geometrischer Effekt auf der gekrümmten zweidimensionalen Oberfläche einer Kugel. Genauso verhält es sich mit der Gravitation. Wir erleben sie als Anziehungskraft, aber tatsächlich ist dies ein geometrischer Effekt in der gekrümmten vierdimensionalen Raumzeit. Das Kernstück der allgemeinen Relativitätstheorie, die mathematische Beschreibung dieser Krümmung, besteht aus Differentialgleichungen, den sogenannten Einsteinschen Feldgleichungen. Mit diesen Gleichungen können wir das Universum im Großen beschreiben und so faszinierende Phänomene rechnerisch erfassen, wie zum Beispiel schwarze Löcher und den Urknall. Die Quantenmechanik beschreibt Teilchen als Wellen durch die sogenannte Schrödinger-Gleichung, ebenfalls eine Differentialgleichung. Sie ermöglicht es zum Beispiel, Spektrallinien und das Periodensystem der Elemente zu berechnen. Hier taucht nun ein Widerspruch zur Relativitätstheorie auf. Die spezielle Relativitätstheorie erlaubt ja nur Geschwindigkeiten unterhalb der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Die Schrödinger-Gleichung jedoch kennt keine solche Grenze. Die Auflösung dieses Widerspruchs, die Vereinigung der speziellen Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik, führt uns zur relativistischen Quantenmechanik, zur sogenannten Dirac-Gleichung. Diese Gleichung ist bis heute aktuell. Sie beschreibt das Verhalten der Quarks, aus denen Protonen und Neutronen bestehen und damit die Atomkerne, und das Verhalten der Leptonen, zu denen auch die Elektronen gehören. Verträgt sich denn die Dirac-Gleichung auch mit der allgemeinen Relativitätstheorie, also mit der Raumzeitkrümmung? Ja, das tut sie. Mit Hilfe der sogenannten Spin-Connection kann man die Einsteinschen Feldgleichungen und die Dirac-Gleichung zu einer gemeinsamen Differentialgleichung zusammenfassen. Der Widerspruch tritt erst im letzten Schritt auf, beim Übergang zur Quantenfeldtheorie. Die Dirac-Gleichung beschreibt nur ein einzelnes Teilchen, zum Beispiel ein Elektron.
Wenn ich nun mehrere Teilchen beschreiben möchte, dann genügt es nicht einfach, jedes Teilchen durch eine Dirac-Gleichung zu beschreiben. Stattdessen muss man die Dirac-Gleichung auf eine neue mathematische Struktur, den sogenannten Fock-Raum, übertragen. Hier kann sich die Anzahl der Teilchen auch ändern und sie kann sogar quantenmechanisch unscharf sein. Dieser Übergang von einem Teilchen zu vielen Teilchen ist die sogenannte zweite Quantisierung. Wir erhalten dadurch wieder eine Differentialgleichung, allerdings eine, die gleichzeitig unendlich viele Teilchen beschreibt. Eine derartige Differentialgleichung löst man nicht mehr auf normale Weise. Stattdessen verwendet man die sogenannte zeitgeordnete Störungstheorie. Um das Verhalten der kleinsten Teilchen des Universums zu untersuchen, zerlegt man dieses Verhalten in verschiedene Folgen von elementaren Prozessen und beschreibt sie durch sogenannte Feynman-Diagramme. Ein Feynman-Diagramm ist eine Kurzschrift für eine mathematische Formel, ein Integral. Man kann es aber auch anschaulich interpretieren. Dieses Feynman-Diagramm zum Beispiel können wir interpretieren als eine Kollision von einem Elektron und einem Positron. Das Positron ist das Antiteilchen des Elektrons und es bewegt sich daher entgegen der Pfeilrichtung. Bei der Kollision zerstrahlen sich das Elektron und das Positron und es entsteht ein Gammaquant, ein Photon. Eine Wechselwirkung, wie hier zum Beispiel die elektromagnetische Wechselwirkung, wird hier also durch Teilchen beschrieben, sogenannte Wechselwirkungsteilchen. Aus diesem Photon wiederum entstehen nun ein Myon und ein Antimyon, wobei sich das Antiteilchen wieder entgegen der Pfeilrichtung bewegt. Dies alles ist wohlgemerkt nur die anschauliche Deutung eines Integrals. Wenn wir tatsächlich mit Feynman-Diagrammen etwas ausrechnen möchten, bilden wir die Summe über sehr viele Feynman-Diagramme. Alle diese anschaulichen Prozesse passieren also sozusagen gleichzeitig. Je mehr Feynman-Diagramme man verwendet, desto genauer wird die Rechnung. Für einen groben Überblick reichen oft 2 Feynman-Diagramme, für Präzisionsrechnungen können es auch viele tausend werden. Die auf diese Weise erreichbare Präzision ist erstaunlich. So kann man zum Beispiel den sogenannten G-Faktor des Elektrons auf 11 Dezimalstellen genau berechnen und das Ergebnis stimmt präzise mit den Experimenten überein. Die zeitgeordnete Störungstheorie ist die erfolgreichste physikalische Theorie, die wir jemals hatten. Wenn wir nun allerdings die allgemeine Relativitätstheorie wieder mit hinzunehmen, dann funktioniert die zeitgeordnete Störungstheorie nicht mehr. Sobald wir versuchen, auch die Gravitation durch Wechselwirkungsteilchen zu beschreiben, kommt bei den Rechnungen unendlich heraus. Dies sind die sogenannten nicht renormierbaren Divergenzen, die uns daran hindern, die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenfeldtheorie zu vereinen. Es gibt sehr interessante Ansätze, dies in den Griff zu bekommen. Der bekannteste ist die String-Theorie. Bis jetzt gibt es allerdings noch keinerlei experimentelle Hinweise, dass einer dieser Ansätze zum Ziel führen könnte. Das, was bei der Gravitation nicht funktioniert, ist zwar sehr wichtig, aber letztlich eine Rechentechnik. Ist das wirklich alles? Oder gibt es vielleicht doch einen grundsätzlichen mathematisch beschreibbaren Widerspruch zwischen beiden Theorien? Meine Suche nach diesem Widerspruch startet an dem Punkt, an dem beide Theorien noch zusammenpassen, nämlich der Dirac-Gleichung für ein einzelnes Teilchen. Diese Differentialgleichung kann man noch auf normale Weise lösen und man kann sie auch noch mit Hilfe der sogenannten Spin-Connection mit der allgemeinen Relativitätstheorie vereinigen. Ihr fehlt aber ein wichtiger Aspekt der Quantenfeldtheorie, nämlich der Übergang von einem Teilchen zu vielen Teilchen, die sogenannte zweite Quantisierung. Meine Frage nach dem Widerspruch, meine Frage nach der Frage lautet somit, ab wann geht es nicht mehr ohne zeitgeordnete Störungstheorie? Ich habe mich dann sehr gründlich mit den mathematischen Strukturen der zweiten Quantisierung beschäftigt und den Punkt ausfindig gemacht, ab dem man die Differentialgleichung nicht mehr auf normale Weise lösen kann. Dieser Punkt ist die Unterscheidung zwischen Teilchen und Antiteilchen. In den Feynman-Diagrammen genügt es, vereinfacht ausgedrückt, Antiteilchen gegen Pfeilrichtung wandern zu lassen. Die Beschreibung von Paarvernichtung und Paarerzeugung funktioniert jedoch bisher nur mit Feynman-Diagrammen. Aber was heißt
funktioniert bisher nur mit. Auch hier stellt sich für mich wieder die Frage, ist das nur eine Rechentechnik, die nicht funktioniert, oder gibt es vielleicht hier einen grundsätzlichen, mathematisch beschreibbaren Widerspruch zwischen beiden Theorien? Somit lautet meine Forschungsfrage, meine Frage nach der Frage, woran genau scheitert die Beschreibung von Paarvernichtung und Paarerzeugung durch eine Differentialgleichung? Damit kommen wir zu meinen eigenen Ergebnissen, dem Ergebnis von vielen Jahren langsamer, aber gründlicher Forschungsarbeit. Den Widerspruch habe ich leider nicht gefunden, stattdessen habe ich das Problem gelöst. Ich fand nämlich doch eine Möglichkeit, Paarvernichtung und Paarerzeugung durch eine Differentialgleichung zu beschreiben. Diese Animation zeigt, wie sich zwei Wellenpakete, eins mit Elektronen und eins mit Positronen, gegenseitig zerstrahlen. Dieses blaue Leuchten hier ist Gammastrahlung, entstanden durch die Vernichtung von Elektron-Positron-Paaren. Umgekehrt kann ich auch zwei Wellenpakete von Gammastrahlung miteinander kollidieren lassen. Dort, wo sich die Wellen überlagern, entsteht eine Leuchterscheinung, dies sind neu entstandene Elektron-Positron-Paare. Beide Animationen habe ich nicht etwa mit einem Grafikprogramm gemalt, sondern berechnet, nämlich durch das Lösen einer Differentialgleichung der Quantenfeldtheorie. Meine Suche nach dem grundsätzlichen mathematisch beschreibbaren Widerspruch zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenfeldtheorie ist damit gescheitert. Stattdessen fand ich eine neue Methode für die zweite Quantisierung, die wieder auf eine normal lösbare Differentialgleichung führt und daher auch mit der allgemeinen Relativitätstheorie verträglich ist. Bei meiner Suche nach der Frage fand ich also stattdessen die Antwort, nämlich eine Methode zur Quantisierung der Gravitation. Nun ja, das kann passieren, man findet halt nicht immer das, was man sucht. Was machen wir jetzt damit? Zunächst einmal ist dies alles nur ein Anfang. Um die neue Methode tatsächlich auf die allgemeine Relativitätstheorie anzuwenden, muss man noch die Spin-Connection hinzunehmen und das ist viel Arbeit. Außerdem kann ich bis jetzt nur Elektronen, Positronen und Photonen beschreiben. Eine Erweiterung auf das vollständige Standardmodell der Quantenfeldtheorie, also Quarks, Leptonen und Wechselwirkungen einschließlich Higgs-Boson, ist ebenfalls viel Arbeit, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich sehe auf diesem langen Weg aber keine grundsätzlichen Hindernisse mehr. Der Weg zur Quantengravitation ist damit frei. Eins hingegen werden wir auf diese Weise nicht bekommen. Da ich ohne Feynman-Diagramme arbeite, beschreibe ich die Gravitation nicht durch Wechselwirkungsteilchen. Meine Quantisierungsmethode liefert also keine Gravitonen. Das werden viele als einen ästhetischen Mangel empfinden. Dafür aber ist es mit meiner Methode möglich, auch die nicht-kommutative Geometrie zu quantisieren. Was ist das? Die nicht-kommutative Geometrie ist eine konsequente Weiterentwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie. Sie beschreibt nicht nur die Gravitation, sondern alle Kräfte als Geometrie in einer gekrümmten Raumzeit. Diese gekrümmte Raumzeit hat allerdings nicht nur die vier üblichen Dimensionen, sondern zusätzliche diskrete Extradimensionen. Als Beispiel sehen wir hier eine zweidimensionale gekrümmte Fläche mit einer diskreten Extradimension, die aus vier Punkten besteht, also ein zweidimensionales gekrümmtes Universum mit vier Blättern. Diese Formel hier beschreibt eine ganz besondere nicht-kommutative Raumzeit. Aus der Krümmung dieser Raumzeit folgen nämlich alle Grundkräfte der Physik, also sowohl die Gravitation als auch die elektromagnetische und schwache Wechselwirkung, die Farbwechselwirkung und auch das Higgs-Boson. Diese kleine Formel vereinheitlicht alle Grundkräfte der Physik, indem sie sie auf die Geometrie in einer nicht-kommutativen Raumzeit zurückführt. Ist das dann nicht eigentlich die Weltformel? Diese Formel ist seit 1996 bekannt, steht aber bis jetzt in der Kritik, dass man sie ja nicht quantisieren könne. Hier passiert dasselbe wie bei der allgemeinen Relativitätstheorie. Anwendung der zeitgeordneten Störungstheorie führt zu nicht renormierbaren Divergenzen. Mit meiner neuen Quantisierungsmethode besteht dieses Problem nicht mehr. Damit ist diese Formel ein heißer Kandidat für die Weltformel.
Weitere Informationen einschließlich Fachveröffentlichungen finden Sie unter www.peter.gerwinski.de/physik. Vielen Dank.